Dale. A gluttonous brute leaves a sluggish trail. Attempts to sate its hunger prove of no avail. It keeps eating more and more. And with every bite, it succumbs yet further to its destructive appetite. So. Jetzt bist du doch wieder da. Naja, sorry, ich musste gerade muten, weil Sequenz, Azuros-Sequenz kam. Achso, ja, ist okay. Muss ich ganz kurz. Ich muss da nicht. Bewegt bist du ja nicht. Was wir hier ausprobieren könnten, wäre, das Izuchi dahin zu locken. Also, dass wir uns mal so ein Vieh besorgen, was andere Monster halt anlockt. Ja, aber ich muss erstmal. Da schauen wir, wo das Ding ist. Doch auf der Map, oder nicht? Hast du die ganze Map nicht aufgedeckt? Die ganze Map habe ich aufgedeckt, aber mir werden bloß große Monster angezeigt. Ich müsste nochmal einstellen, wo einheimische Wesen und so sind. So. Das habe ich noch nicht drin. So. Sandoragon schrieb, kann ich verstehen, ich spiele auch Doppelklingen und der Sprungangriff erinnert mich an die Lufttechnik von Monster Hunter G, also Generations. Ich habe mehrere Waffen getestet in der Vollversion und habe mich für 3 Waffen entschieden. Ich würde sagen, am besten bei den Dual Blades gefällt mir, also es gibt ja für mich jetzt so 2 Arten von Spielern von Monster Hunter. Die das mögen, hat das Monster zu studieren und im richtigen Timing halt zu kontern. Mit Sachen wie Lanze und Chargeblade und Großschwert und so weiter, ne? Und die sich halt lieber auf ihre eigene Waffe konzentrieren wollen, um anzugreifen. Also halt, was sie selbst machen, als das, was das Monster macht. Und in World waren die Doppelklingen halt das. Was in Geo nicht waren, weil in Geo hatte ich den Adept-Stil genommen und ich mochte den Adept-Stil so sehr, weil du hattest ja diesen Konter, den du machen konntest. Das weißt du ja auch noch, ne? Wo ich durch alles durch-evaden konnte. Weil zum Beispiel macht ein Feuerball auf, wenn ich so, nope, und mach einfach mal ich evade einfach rein und mach halt diesen Adept-Evade und hau ihn voll in die Fresse. Was es ja hier jetzt auch irgendwie wieder gibt, wie es aussieht. Also, es gab's ja eine Demo. Und ich war halt einer von den Leuten, ich mag so ein Balance zwischen den beiden. Also, ich mag es halt, wenn du weißt, was du selbst machst oder so mehr oder weniger Komplexität hast, aber ich mag es halt, dass du belohnt wirst, wenn du die Monster halt die Moves kennst. Dass du halt weißt, okay, das Monster kann mich nicht killen, weil es macht den Move, dann mache ich halt das. Und es macht den Move, dann mache ich halt das. In diesem Zeitpunkt da. Wenn du weißt, wie ich das meine. Ja. Wo du halt weißt, dass du halt alles genau kontern kannst und sowas finde ich halt richtig nice. Und dass halt die Dual Blades durch den einen Move da jetzt bekommen wieder. Also im Grunde hast du Adapt-Stil bloß als Käfer-Move bekommen. Ach, verdammt. Was ist das? Azuros rennt jetzt schon wieder weg. Achso. Du kämpfst ja gerade mit Huntinghorn, ne? Ja. Und wie ist so? Ja, noch ist machbar, die Monster damit zu besiegen. Das war ja bestes im DPS, bevor es genug wurde, ne? Naja. Deswegen, da kommt es halt immer drauf an, wie viel die halt, also wie
Ich kann ja mit den Werten, die sie da jetzt dann angepasst haben, nicht viel anfangen, weil ja viele Attacken da genommen wurden oder auch Moves genommen wurden, die ich ja gar nicht kenne. Genau, und deswegen war für mich halt schwierig, das einzuschätzen jetzt. Muss ich halt gucken, ne? Ach ja, wenn ich drüber reden will, ist es okay, aber hast du verstanden, was sie mit dem Langschwert meinten wollten? Das war ein bisschen scheiße, das über Nachrichten schreiben. Ich hab's verstanden, aber das war nicht meine Aussage. Das war das Ärgerliche, weil da habe ich mich ein bisschen geärgert und auch aufgehört zu diskutieren, weil du meine Aussage einfach nicht verstanden hast. Kann gut sein, das ist Nachricht ist immer ein bisschen schwer. Was ich kurz mal hier meine Aussage, ne? Also mein Dings, was ich darüber denke. Das Ding ist halt mit dem Langschwert ist, bei allen Waffen hast du doch bestimmte Skills, die du haben musst. Zum Beispiel bei Großschwert Fokus. Mhm. Genauso wie bei Bogen und so weiter. Genau. Die sind doch im Grunde wichtiger als die Crit-Skills. Ja. Das heißt also, dass du Sachen hast, die besser als die Crit-Skills sind. Aber das Langschwert zum Beispiel hat keine wirkliche Priorität zu irgendwelchen anderen Skills. Das heißt, du haust bloß die Angriffsskills da rein. Aber wenn du so weit kommst, dass du andere Skills noch mit reinhauen kannst, plus alle Crit-Skills, sind halt die Waffen im Vorteil, die halt andere Sachen benötigen. Weil da hast du halt irgendwie alle Angriffe, du hast maximal Angriff hoch, du hast Crit hoch, Crit-Chance hoch. Was haust du denn noch in Langschwert rein? Weißt du nicht. Im Großschwert kannst du immer noch Fokus reinhauen oder so an, oder Quick-Sheath oder was weiß ich, was DPS erhöht. Bei Bogen sowieso. Und das fehlt dem Langschwert. Darum ist Langschwert immer am Anfang von einem Game richtig geil, weil du nicht viele Skills hast, die du brauchst. Du kannst halt Angriffsskills reinpacken. Aber sobald du genug Slots hast, dass du die ganzen Angriffsskills drinne hast, holen die anderen Waffen, die halt Skills haben, die für die wichtiger sind als die Crit-Skills, auf. Ist das, was ich schreiben wollte. Ja, meine Aussage war halt, ich verstehe nicht. Die haben halt mit World und auch Iceborne, mit Iceborne besser gesagt, mehr Skills hinzugefügt beim Langschwert mit diesem Konterangriff und so, was der vorher gar nicht hatte. Das heißt, sie haben das immer irgendwie indirekt stärker gemacht, aber nie so heftig quasi gepunished, also genervt, dass sie dann meinten, okay, nee, das ist dann doch ein bisschen zu krass, sondern haben es einfach mal so gelassen, so ein bisschen angepasst. Und bei den Änderungen, die du dann da gezeigt hast, dachte ich so, okay, einige Werte vom Hunting Horn schon krass, dass die über ein Viertel oder den Damage von dem einen Angriff auf ein Viertel reduzieren und bei dem anderen um die Hälfte reduzieren. Und beim Langschritt nur so, ja, minus 5 und minus irgendwie so kleine Werte. Und dachte mir, das finde ich halt irgendwo eine Doppelmoral, weil Langschwert wurde immer schon recht stark. Ich habe ja nie gesagt, dass es das Stärkste ist. Ich meinte, es ist schon recht stark, schon von Anfang an. Ja. Eine solide Waffe und da finde ich halt so ein bisschen doppelmoralmäßig, so von wegen, okay, jetzt merken sie, Hunting Horn ist doch ein bisschen zu strong. Krasser Nerf, aber bei Langschwert immer so, hm. Und dann es wurde beides Skills genervt, aber Langschwert waren sie sehr nett, meinst du, ne? Genau, und bei den Skills, was du meintest, da sehe ich, das unterstützt ja so gesehen meine Aussage, du brauchst bei Langschwert, was du ja auch gerade meintest, am Anfang keine richtigen Skills, so, weil es synergiert ja nichts so wirklich. Und das, finde ich, ist recht stark. Das macht die Waffe doch stark, zumindest für den Anfang, ja. Am Anfang, ja, aber das droppt halt so spät, droppt es halt runter. Aber am Anfang von jedem Game ist Langschwert recht stark. Genau, und was halt das auch eine Demo mega stark macht. Fand ich halt dann so ein bisschen ungerechtfertigt, dass sie das dann so stehen lassen, so bei Langschwert, nur so um 5 Sachen nerven, wie auch bei den anderen Waffen. So Switch Axe und so, ja, auch ein paar Sachen um 5, aber das Horn so, ja, das muss von 20 auf 5 runter und das muss von 15 auf 8 runter, wo ich mir denke, okay. Switch-Axe, das finde ich auch so ein bisschen weird, weil viele haben sich ja beschwert, das hatte ich geschrieben, dass bestimmte Moves einfach zu stark waren, dass alle nur die benutzt haben. Warum sie die halt genervt haben. Aber anstatt, dass sie die anderen Moves halt gebufft haben, ne? Weil die haben nur die starken Moves genervt, aber die schwachen Moves nicht gebufft. Aber ich bin kein Charge. Ah Gott. Switch-Axe, ja. Naja, ich habe leider ich habe ja leider Switch-Axe in der Demo nur 2-3 Mal oder so angezockt. Echt gar nicht. Und Charge spielt halt nur. Genau, und da habe ich aber auch nicht ganz jetzt schon herausgefunden, was wie stark ist und so. Ich habe zwar am Ende von World sehr häufig mal die Morph-Axe gezockt,
Aber ich habe jetzt keinen so großen Vergleich zu der Demo halt ziehen können hier von Rise. Also in Rise anscheinend haben Speedrunner mit der Entladung gemacht, warum die halt die genervt wurde. Naja, nur ist jetzt hier die Entladung auch wieder ein bisschen stärker. Also es ist schwieriger, das ist mir auf jeden Fall aufgefallen in Rise. Es ist schwieriger, diese Leiste voll zu bekommen. Gut, weil man auch nicht den Skill hatte, Fokus und so, ne? Brauchst ja auch, ja, das sowieso. Brauchst ja auch für Morphax, damit die Leiste sich schneller auflädt. Ja. Also das hat deutlich länger gedauert und es hat auch nicht so lange gehalten. Seine Waffe ist, wenn du dann in diesem Auflademodus bist, dass du halt diese Entladung machen kannst, nicht lange. Aber dafür ist das OP, was ja dadurch, dass es jetzt ja Rise ist und nicht mehr World ist, weggenommen wurde, dass wenn du deine Entladung machst, heftest du dich doch an das Monster so ran. Dann entlädst du doch, ne? Das kann ich dann nicht mehr runterschmeißen. Weil in World war das ja, das auf dem Monster ranheften mit dieser Klaue und so, ja, ein Gimmick. Das soll ja so sein. Das heißt also, wenn du dich auch mit der Morph-Axt dann rangeheftet hast und die Entladung gemacht hast, zählte das so, als wenn du mit der Kralle dran bist. Das heißt, wenn das Monster dann irgendeine Attacke macht, wirst du runtergeschmissen. Hier in Rise gibt's dieses Ranheften nicht mehr. Das heißt also, das Ranheften mit der Morph-Axt ist hier dann ultimativ. Also ist mir zumindest aufgefallen. Das kommt irgendwie später nochmal, ne? Weil ich weiß überhaupt nicht zu Morph-Axt. Also Mina schreibt, oha, Pfaff ist dabei. Ja, wenn ich hier Monster klatsche, reden wir halt nebenbei. Also ich mach trotzdem Pfaff auch. Wir machen trotzdem beide Singleplayer. Was ist das? Ich hoffe, das bleibt doch dabei, dass wir morgen dann, wenn du auch Zeit hast, Mina, dass wir morgen Multiplayer machen. Also würde ich das jetzt so ansetzen, dass wir Samstag, also morgen, dann alle gemeinsam... Mina hat das Spiel, ja. Oh, nice. Weil dann wären wir nämlich alle gleich weit und könnten alle halt bei den gleichen Quests starten in der Halle, weißt du? Fuck. Was ist denn los bei dir? Gibt's Kanonen-Sandkrabben, die Kanonen schießen, an der Wand hängen? Auf irgendwas? Das bin ich bei euch, was greifen die überhaupt an? Ich hab keine Ahnung, ich ignoriere die einfach, die verwirren mich. Mina schreibt, ich hätte gerne einen Zug als Waffe und er meint dann auch, er hat das Spiel schon seit gestern, ja. Da konnte sich das gestern schon aus dem GameStop holen. Dinge, ey. Ich ignoriere einfach. Vielleicht wirst du dir auch sein, wenn du hier in der Wüste bist, keine Ahnung, das ignoriere ich erstmal ein bei mich. Ich weiß nicht, was das sein soll. Es ist wie so komische Gegner hier in Dothack Fragment, wo du so denkst, what the fuck? So im Grunde. Okay. Ich mach mal das Lagombi jetzt als nächstes. Ach, das Lagombi. Mina schreibt rein, theoretisch habe ich Zeit, aber ich weiß nicht so recht. What the fuck? Was ist los mit dir? Vielleicht hat er keinen Bock auf dich. Ja, ich glaube auch. Oh, cool. Oh, das. Okay. Wollen wir reiten. Nice. Nicht mal, gibt's irgendwas, um gegenzulaufen, ey? Du Fagger. Ja, mal ganz kurz mal aufs Handy starren. Oh, nein. So. Antwort zur Frage, nein, es gibt nichts, um gegenzulaufen. Okay. Missglückte Jagd. Schüchterner Jägerneuling sagt, ich war auf der Jagd, als ich einem Lagombi begegnet bin. Von dem will ich echt nicht gefressen werden. Kannst du ihn bitte für mich erledigen? Nö. Nächste Quest. Nein. Wir versuchen es. Quest beendet. Gibt es denn... Also, du bist gar nicht so weit hinter mir, wenn ich ganz ehrlich bin. Also, weil ich habe jetzt halt gefarmt, bin spazieren gegangen heute und so weiter. Arbeit und so. Ja, wie gesagt, ich lese aber auch alles vor, ne? Ja, aber ich glaube, du bist maximal eine Stunde hinter mir. Außer du bist jetzt hier so, boah, ich will die Lagombi-Rüstung oder so. Nee, das jetzt erstmal nicht. Jetzt habe ich ja durch das Izuchi erstmal eine gute. Ich würde erst bei dem, was weiß ich, sowas wie Ratian. Ich glaube, dann würde ich erst wieder fahren, wenn ich bis dahin überhaupt. Also, wenn ich merke, dass ich. Aber da wurde ich gespoilert, ne? Ich habe ein Bild gesehen von bestimmten. Was der offizielle Monster hat eigentlich Twitter gepostet hat. Vom bestimmten, Gott, wer ist denn nochmal? Für diesen Horde, Apex, wer ist denn die auf Deutsch schon mal? Die Apex-Monster. Apex-Dinger? Ja, heißt noch Apex. Ist der auf Deutsch? Heißen die auch Apex-Monster, ja. Okay.
Ja, aber jedenfalls von denen, wo ich halt so leicht gespoilert, was ich ein bisschen kacker finde, weil es der offizielle Twitter, ne? Glaubst du wirklich, dass sie am ersten Tag keine Spoiler posten? Ja. Das habe ich nicht erwartet, dass ich das sehe. Fand ich ein bisschen doof. Na, glaube ich dir. Mina schreibt, Fun Fact, ich habe jetzt einen dieser kleinen Holzdingern aus Legend of Zelda Wind Waker. Ach, du meinst die Crocs? Oder was sind die kleinen Holzdinger? Sind Crocs nicht die Schuhe? Diese hässlichen Kackschuhe, ja. Die keiner mag? Ja, in Legend okay. of Zelda sind es diese grünen kleinen Wesen. Wenn Mina Nein, ist mir egal. Ich bin dafür, dass Mina jetzt diese Dinger hat. So, Honigkeks schrieb auf jeden Fall, und das werden wir machen. Würde auch gern mitspielen. Vielleicht irgendwann mal ein bisschen Monster kloppen mit dem Chat. Das machen wir auf jeden Fall, wenn wir alle, oder wenn ich zumindest soweit bin, dass ich so hier mit meinen Freunden, ne, wie zum Beispiel jetzt auch Faf hier, zusammen gezockt habe und so, alles zusammen entdeckt habe, wird es auch natürlich Sessions geben, dass ich mal mit euch, also mit den Zuschauern zusammen spiele, ne, und wir questen. Das wird auf jeden Fall stattfinden. Ja, oder auch, wenn wir wieder zu zweit sind, weil es skaliert ja auch zu drei Leuten, ne, da kann man ja theoretisch irgendwie 1-2 Leute dazu nehmen. Genau. Also das spricht nichts dagegen, ne? Nur jetzt am Anfang ist es halt ein bisschen schwierig. Ich meine, jetzt selber hast du ja das Spiel nicht, Honigkeks. Aber selbst wenn du es jetzt hättest, jetzt habe ich ja geplant, gerade für den heutigen Tag möchte ich lieber Singleplayer so weit spielen, wie ich halt schaffe, weil ich einfach Lust habe, das Spiel zu entdecken und ein bisschen so die Geschichte hier mitzunehmen. Also Geschichte in Anführungszeichen, ne? So viel Geschichte, wie es halt hier gibt. Und morgen werden wir dann halt die Jägerhalle, die Online-Halle hier besuchen. Und mit Faf und auch Mina dann zusammen spielen. Eventuell macht Zaza mit. Bei Zaza ist bloß das Problem, der hat morgen halt Geburtstag. Das heißt, da wird es auch für ihn ein bisschen schwierig, ne, mitzuspielen die ganze Zeit. Das heißt, wir werden wohl zu dritt sein. Vielleicht findet sich ja dann einer der Zuschauer, der noch mitmacht. Oder vielleicht macht auch Shadow mit. Das kann ich jetzt halt per se nicht sagen. Deswegen will ich jetzt ungern sagen, ja, morgen, Leute, können die Zuschauer mitmachen. Ist halt doof, weil ich das eigentlich mit Freunden geplant habe. Darf ich kurz mal was Deprimierendes sagen? Na? Ist Hassan noch so jung, dass er seinen Geburtstag irgendwie groß feiert? Nee, das nicht, aber die Familie. Ist okay, weil besteht darauf quasi, ne? Geburtstag, den ignoriere ich so hauptsächlich. Hey, ist bei mir genauso. Wenn ich Geburtstag habe, wenn es nach mir gehen würde, würde ich einfach zocken, ne? Einfach nur mir dann die Glückwünsche, die Leute mir dann geben, einfach so, ja, danke und so, ne? Den Tag normal verbringen, wie auch sonst immer. Allerdings ist es bei mir ähnlich wie bei Sasa, dass natürlich meine Eltern sagen, ja, komm doch vorbei und wir wollen ja gerne noch was machen an deinem Tag. Und da sage ich auch nicht nein, sodass ich sage, nee, Mutti, ich will jetzt deinen Geburtstag feiern. So, wer kann also, was du da machen musst? Diese Peter sein. Auf die andere Seite der Welt ziehen und dann ist so, sind so 8 Stunden Unterschied und deine Eltern ständig nicht mehr. Naja, doch. Wenn meine Mutter dann so mittags anruft, ist es dann mitten in der Nacht bei mir. Hallo, ich hab ne Frage. Ja, aber dann ist es halt maximal ne, so 10 Minuten oder so. Oh, okay. Mina schreibt, du hast Freunde. Ich sag nicht, was ich bin. Ich habe jetzt meine erste Rampage-Quest. Oha. Weil ich aber erst ignoriert, ich mach erstmal die anderen Sender. Ja, Mina, ich hab Freunde. Dich zum Beispiel. So, ich starte jetzt die Quest. Ich kann sagen, jetzt bist du doch selbst wieder. Ja. Ich starte jetzt die Quest. Es kann sein, dass jetzt eine Sequenz kommt. Dann bin ich mal ganz kurz weg hier im Discord. Was startest du? Eine Quest. Mit Lagombius, das kann sein. Achso. Dass jetzt gleich wieder eine Sequenz kommt. Jetzt bin ich ruhig. Ja, ich bin ruhig. Okay. Noch habe ich Ladebildschirm. Ja. Ah, jetzt. Chilling to the bone. A trial for the brave. Those who go alone will meet an icy grave. Snow so cold it burns. From here no one returns. On a frosty mountain range, far from human haunts. An abominable beast does whatever it wants. Is it hair or is it bear? It is neither, so beware. It will drench the snow with blood and reap nothing but despair. Ah!
Darf ich mal ehrlich sein, gerade bei dieser Lagombi-Sequenz? Hat Lagombi gerade den Kameramann umgebracht? Also gibt es hier einen Kameramann? Weil das sah erschreckend danach aus. Gibt es hier keine Dingens? Keine Hot Drinks? Hm. Ja, Mist, wir haben das Schneegebiet noch gar nicht erkundet, ne? Ich bin jetzt einfach reingegangen. Na gut, So, ich hatte gerade Probleme mit meinem Switch da vom Monitor. Ah, okay. Hast du irgendwas vom Schneegebiet gesagt? Naja, ich habe gesagt, ich habe das noch gar nicht erkundet. Bin jetzt einfach mit der Lagombi-Quest rein und davor habe ich gesagt, bei der Lagombi-Quest habe ich mal eine Frage, beziehungsweise bei der Sequenz, hat Lagombi gerade den Kameramann umgebracht? Weil das vielleicht so ein Schneeball wirft und dann kippt so die Sicht. Und dann frage ich mich immer, wer ist das? Wer ist der Kameramann? Ich finde interessant, wie viele so jetzt, wenn du das machst und du hast Jiu gezockt, wo du genau weißt, was das Vieh macht. Das finde ich recht interessant. Also ich so leicht Spoiler, Lagombi. Wenn du Jiu gezockt hast, kennst du im Grunde jeden Move, den Lagombi machen wird. Mehr oder weniger. Ja, oder auch wenn du gegen Azuras gekämpft hast, ist es ja fast... Manche Sachen sind ja fast identisch. Außer sein komischer Dash, der irgendwie 10 Sekunden lang geht. Den hasse ich. Das ist so eine Zeitverschwendung. Wenn so im Kreis halt rumrennt wie so ein Bekloppter. Na. Was meinst du eigentlich dazu, zu diesen, dass manche halt meinen, es ist zu leicht? Was ist so deine Meinung dazu? Es ist Low Rank, natürlich, es ist noch leicht, das ändert sich aber sobald. Aber auch mit High Rank, weil die haben eine Woche Zeit gehabt und anscheinend, wahrscheinlich, auf einmal haben die High Rank erreicht. Mein Argument dazu ist halt, es ist noch kein DLC rausgekommen und innerhalb des nächsten Monats sollten DLC noch rauskommen, ne? Ja, also wenn es noch kommt. Also ich finde es ja nicht verkehrt, muss ich ehrlich sagen, wenn es am Anfang leicht ist, weil es wird, wie du schon selber sagtest, wahrscheinlich eh durch zukünftige Quests und DLCs gibt es schon knackige Quests, dann hast du deinen Schwierigkeitsgrad. Und World war ja auch recht easy, ne? Und ich bin auch ehrlich, dass ich sowas wie in World jetzt beispielsweise, also in Iceborne speziell, sowas wie, wie heißt es, Alatreon? Und auf Fatalis ein bisschen zu krass fand vom Schwierigkeitsgrad her. Mit der Zeit und mit diesen komischen Voraussetzungen, die du da immer haben musst. Obwohl ich muss sagen, ich fand Fatalis besser, so. Ja, also Fatalis war besser geklärt. Als die das letzte stimmt. Challenge denkst, ne? Naja, das stimmt. Also, ja, wenn du jetzt als Fatalis als die letzte Challenge, wo du alles, was du in World und Iceborne gelernt hast, benutzen musst, um ihn zu besiegen. Wenn du so denkst, finde ich Fatalis gut. Und das finde ich ein bisschen zu krass, die Zeit. Abgesehen davon, okay, nur die Zeit ist kacke, wenn du ihn nicht als die letzte Challenge von Iceborne siehst. RIP-Kamera-Boy. Ja. Alatheon finde ich okay, ich finde halt ein bisschen doof, dass halt Leute verteidigen, du wirst ja in Monster da drauf trillt, hier irgendwie für bestimmte Monster bestimmte Sets zu bauen. Okay, habe ich ein Großschwert. Kein einziger Großschwert-Bild braucht Elementarschaden. Ja, ist doch genauso. Brauchst du Elementarschaden. Ist doch genauso wie Hammer-Spieler. Genau. Das keiner wird da Element spielen, wenn er es richtig spielt halt, ne? Ja, ja. Oder Hunting Horn damals. Ja, oder genau, das ja auch. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Hunting Horn greift wohl nicht mehr an. Also im Grunde ist es, umso schneller deine Waffe angreift, umso mehr Element brauchst du. Also ich werde am Anfang hier wieder versuchen, jedes Element zu bauen. Es wird sich herauskristallisieren, ne? Was später... Ja, also ich auch, allein weil man nicht sieht, zu was wird. Ja. Aber ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie du dazu stehst.
Ich finde die Schmiede, Waffenschmiede-Übersicht jetzt mega krass, dass du wählen kannst aus drei Ansichten. Entweder ja, machst du dir die ganze... Ist recht nice, wenn du das Ding schon hast, anstatt dass du das erstellen kannst und so. Also du hast das Upgraden und das Erstellen in einem. Dass wenn du das mit hast, also wenn du die Waffe benutzt, wenn du die Waffe hast und du erstellst halt das nächste, dass du halt automatisch weißt, du hast die und geht von da aus zum nächsten über. Weißt du, ich meine. Naja, genau. Ich mag diesen Waffenbaum mag ich auch mehr, weil du sofort siehst, wo deine Waffe sich in welchem Step befindet gerade. Das ist mega krass, aber du kannst auch mit L und R wechseln, die Ansicht, also so wie die alte machen, ja, dass du nur die siehst, die du erstellen kannst. Und auch nur die sie. Ja, genau, deswegen meine ich auch. Ich finde, das mit dem Waffenbaum ist übelst krass. Ist viel übersichtlicher und du weißt genau, wo deine Waffe sich befindet und zu was du noch machen kannst. Also ich mag die. Sekunde, Amy will schlafen gehen. Also, kurz 2 Minuten. Sorry. Alles gut. Tut mir leid, ich hab gleich fertig. Tja, voll auf den Kopf. Ich bin mal kurz weg. Denk halbe Stunde. Bis dann. Stream läuft aber weiter. Dankeschön fürs Zusehen und danke, dass du auch den Stream anlässt nebenbei. Und bis später dann. Viel Erfolg bei deiner Pause. So, tut mir leid. Alles gut. Wieder da. Ich war eigentlich fertig. Mit meiner... Außer deswegen war es nicht so schlimm. Also, ich finde den Baum halt auch viel besser. Also man merkt wirklich, dass sie gemerkt haben, was die Leute an World mochten und dass er besser hat. Ja. Ja, schade. Ich dachte, ich kann Lagombi noch bevor es losläuft mit meinem Silk-Move da treffen, aber genau dann, als mein Move beginnt, rennt es los, also sprintet es richtig los. Ja, das alleine finde ich so ein bisschen weird, ne? Weil das Ding ist voll am Sterben. Verkuppelt so langsam geradeaus und plötzlich, whoop, weg ist es. Na, was mich das auch. Das ist das Einzige, was ich leicht weird finde. Was mich auch gewundert so hat im Schneegebiet, warum ich keine Hot Drinks brauche. Aber das war, also da triggerst du Leute. Mit Hot Drinks? Ja. Warum? Das ist Elite-Piss. Das ist, du meinst, man sollte Hot Drinks. Ich hätte gerne Hot Drinks brauchen. Ja, aber war doch immer so Monster Hunter? Ja, aber es ist den Leuten egal. Okay. Die dachten dann wahrscheinlich auch mit Iceborne, dass Hot Drinks nur eine Erfindung war, die dann dazu kam, ne? Das Problem ist wirklich, es gibt so viele Leute, die das glauben, ey. Das ist so traurig, ey. Das Problem ist wirklich, ich habe nichts gegen Leute, die mit World angefangen haben. Ich habe aber was gegen Leute, die mit World angefangen haben und einfach alles von Monster Hunter bis dahin ignorieren. So denken, World ist das erste Monster Hunter und ich bin geil, weil ich das gezockt habe. Okay. Es gibt so viele Leute, die das glauben, das glaubst du nicht, ey. Die irgendwie so meinen, World, Monster Hunter steht für gute Grafik und Rise ist so ein so ein Backstab und das ist nicht wert, ein Monster Hunter Game zu sein. Und ich denke mir so, holy fuck, das kam für 3DS raus. Nach der Wii. Und für PSP davor, ne? Das ist ja auch nicht vergessen. Eben. Und dann denke ich mir so, holy shit, Leute, ihr habt keine Ahnung, worüber ihr labert. Aber mehr sag ich dazu nicht. Das ist halt so ein Nachteil daran, dass so eine Serie
wenn es dann quasi wird, genau bekannter toxisch. Wird. Genau, das ist ja, ja. Dann wird es toxisch. Leider mit jedem Spiel so, ne? Je bekannter das wird. TH geschrieben. Was genau. Du weißt, was ich meine, ne? Naja, es ist ja wirklich so. Ist ja mit jedem Spiel, das, doch mit jedem. Ist das Problem so, weil damals hattest du halt, dass die Leute, die alle so. Ah, du hast doch verreckt. Ja, nicht schlimm, ey. Monster Hunter Schwärm anfangen. Und jetzt so. Was? Du benutzt den Speedrun-Dingster-Bomster? Du hast hier. Was? Du benutzt Gesundheitsboost? Was bist du für ein Kacknoob? Und so, weißt du? Naja. Da sind halt solche Leute mit drin. Und das ist das Problem, wenn Spiele zu beliebt werden. Ja, klar, es gibt auch noch die Leute, die sollen meinen, dass du ein Balance brauchst zwischen defensiv, was dir halt angenehm ist, wenn du meinst, du belebst halt die Sachen oder dass du nicht One-Shot bist, ganz ehrlich gesagt. Mhm. Und Angriff. Dann gibt es aber halt die Leute, die halt meinen, Speedrunner XYZ hat halt das Set und man darf nur das Set benutzen oder so. Was auch das Problem ist, weil ich wäre ab und zu auf dem Reddit von meinem Stand-up, viele fragen halt, warum so viele Leute gegen die. Ich glaube auch kurz, ja, kurz sehen. Warum so viele gegen Speedruns sind. Und dann meinen halt so viele, die sind nicht gegen Speedruns, die sind nur gegen das, was die Community irgendwie mit den Speedruns mitbringt. Weil es gab damals auch Speedruns, die waren aber nicht so. Dass das das Non plus Ultra war und dass Leute, normale Leute, das nicht als Leitfaden gesehen haben. Zum Beispiel Heroics. Wer zur Hölle würde dann normaler Spieler Heroics triggern wollen, um mehr Angriff zu bekommen? Kennst du Heroics, ne? Wenn du irgendwie 30% weniger AP hast oder naja. 30% hast, dass du Boost bekommst da an Angriff und so weiter. Normaler Spieler würde sowas ja nie machen. Und dass sie halt sowas